Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Samstag, der 11. April 2020, 9 Uhr hier auf Kalimdor. Unglaublich, heute findet unser erster Angelturnier auf Kalimdor statt. Das Turnier läuft auch bis 18 Uhr. Kommt einfach zum Pavillon auf dem Festplatz und macht mit. Weiter mit dem Neuesten von heute. Morgen verabschieden wir uns auf Kalimdor von unserem Freund Anton. Es ist kein leichter Abschied, aber wir müssen ihm Glück bei seinen nächsten Abenteuern wünschen. Schaut euch nochmal für ein letztes Gespräch bei ihm vorbei. Oh ne, vielleicht hast du dich damit. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Leben so schön wie möglich zu gestalten. Dieser verfluchte Anton! Und damit willkommen wieder bei einer Folge Animal Crossing. Danke wieder fürs Einschalten. Meine Haare wieder. Ne, für Leute, die neu auf dem Kanal sind, weil durch Animal Crossing kamen auch neue Gesichter dazu. Desto länger meine Haare werden, umso wuschiger werden sie. Und desto mehr explodieren sie. Und ich habe keine Kontrolle mehr über sie. Willkommen, Animal Crossing, liebe Leute. Anton verlässt uns, aber das ist mir egal. Tschüss, Anton. Wer diese Insel freiwillig verlässt, der hat verloren im Leben. Der hat einfach verloren im Leben. Leute, das kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass Menschen freiwillig meine Insel verlassen. Die müssen doch nicht ganz dicht sein, die Menschen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. So, öffnen wir jetzt unseren Briefkasten. Oh, eine Schubkarre. Nice. Von Gulliver. Ahoi, ich wollte mich bedanken, dass du mir wieder geholfen hast. Du bist ja nice, der süße Typ. Dankeschön, Gulliver. So, packen wir die Schubkarre mal aus. Oh. Und das Geschenk von Gulliver. Samurai-Perücke. Ah, sie ist cool, die Samurai-Perücke, tatsächlich. Dann geben wir mal unser Bestes hier. Heute das Angelwettbewerb uns anzuschauen. Und ich muss mir noch Eier gönnen. Nee, ich muss noch die Fossilien suchen. So, ich habe gestern erneut nicht geschafft aufzunehmen. Und stattdessen den ganzen Tag gestreamt, aber nicht Animal Crossing, sondern was anderes. Und immer, wenn ich einen Tag lang kein Animal Crossing geschafft habe, denke ich mir am nächsten Tag, oh, dümmstes, was man je machen kann. Ich habe das Gefühl dann immer, das Spiel bestraft mich. Es hasst mich danach. Es will mich nie wiedersehen, habe ich immer das Gefühl. Und eine Eierflasche Post nehmen wir auch mit. Da muss wahrscheinlich wieder hier nicht ablegen. Eierflasche Post. Hopp, hopp, hopp. Dibidi-dop. Nächsten Tag Lampe erlernen. Ich habe auch nicht alle Rezepte gelernt vom Hießentag, glaube ich. Da fehlen einige. Und morgen ist der 12. Das heißt, morgen ist sogar der Hießentag. Liebe Leute, morgen ist der Hießentag. Das ist doch der Wahnsinn. Und dann haben wir das erste Fossil. Von, keine Ahnung. Ich hab ja gestern wieder nicht die Fossile gesammelt. Mit den Leuten muss ich auch noch wieder reden. Einfach damit ich den Flow drin habe, immer mit denen regelmäßig zu reden. Ich wollte hier an den Steinen. Was erzählst du denn so, wenn ich dich schon mal sehe? Mal überlegen, wie schaffe ich es beim Fischen super tough rüberzukommen? Hätte ich letzte Nacht lieber mal an meinen coolen Angelposen gefeilt. Ja, angel mal weiter. Dann angel mal weiter. Hoffentlich explodiert deine Angel. In deiner Hand. Hast du verdient. Aber weil du so wenig mit mir redest. Und ich gönne mir jetzt erstmal einen weiteren schönen Stein. Hallo Stein. Oh, ich kann nicht anders ärzten, ne? Ich muss dann leicht unter ihre Wolle greifen, ne? Nicht, dass ich Ärger bekomme. Ja. Oh, ja. Oh. Okay, sorry. Hallo, na, was machst du denn hier Schönes? Langsam fängt das an zu nerven. Es macht mich regelrecht wütend. Ich glaube, der Angeln macht ihn, glaube ich, eher aggressiv statt entspannt. Ich habe ein gutes Gefühl. Heute fange ich was Großes. Timo, ich wünsche dir viel Glück, Mann. Top-Ankauf des Tages, Baumstammhocker. Ich gehe da später rein. Oh, die sind echt alle am Angeln. Wie cool. Sogar zusammen. Ich traue mich nicht, meinen Schwimmern aus dem Auge zu lassen, Krümel. Es fühlt sich so an, als würdest du mich anstarren. Und das macht mich nervös. Ich blicke in deine Seele. Manchmal habe ich den Eindruck, die Fische ärgern mich vorsätzlich. Ja, die mögen dich einfach nicht. Was sagst du, Bert, heute? Ich hoffe, du kriegst gar nichts heute. Du weißt doch, was man über den Angel, über Angeln sagt, nicht wahr? Dann sag es mir. Ich nehme mich nicht. Ja, Bert, lösch dich.
ein guter Tag für ein Angelturnier, Alter. Wenn du mitmachen, wünsche ich dir viel Erfolg. Oh, alle so konzentriert und so. Und die Felinchen so, oh, ich wünsche dir viel Erfolg, du bist der Beste. Ich liebe Felinchen. Ich werde beim Angelturnier zusehen und versuchen, durch Beobachten die anderen zu lernen. Du bist clever, Felinchen. Du bist clever. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du gewinnst. Ich werde den größten Fisch angeln, den man auf der Insel erwischen kann. Alter, viel Glück. Das sieht im Fernsehen mega viel einfacher aus, Mann. Ja, guckst du zu viele Angeldokus. Komm schon, Angel. Mach das, wofür du da bist. Ja, du hast wahrscheinlich Probleme, ne? Aber Felinchen hätte schon gewonnen. Zwar Felinchen ist Siegerin der Herzen. Kriegt eine Ehrenmedaille, weil sie Felinchen ist. Wo ist denn meine... Da. Ich will das Geschenk. Dankeschön. Und meine Schleuder ist kaputt. Na, Felicien, hallo. Guck mal, Felicien, ich habe ein Geschenk bekommen. Und da drin ist... Maxi Jeans Rock. Wow. Und ich habe irgendwelche Meilen wiederbekommen. Oh, hier. Schieß einen Ballon ab. Habe ich gerade noch so geschafft. War schwierig. Aber ich bin Meisterschütze. Aber durch das Angelturnier konnten wir mit allen einmal kurz quatschen wenigstens. Ich habe das Schweinchen gar nicht gesehen. Das ist zu Hause, hat keinen Bock. Leute, das hat gar keinen Bock. Na? Cool, Schnauze, komm auch mal rum. Lass uns plaudern. Nach dem Krach zu urteilen, ist das Angelturnier gerade draußen im vollen Gange. Falls du mit dem Gedanken spielst, damit zu machen, quatsch einfach mit Lomeus auf dem Festplatz. Tschüss, Schweinchen. Das hat wahrscheinlich gar keinen Bock einfach. Ich bin mal nicht so, ich mache einen Höflichkeitsbesuch. Ja, als König der Insel möchte ich mal nicht so sein. Anton. Muri, guck mal, ich habe schon alles für meinen Umzug gepackt. Moment, bist du etwa extra gekommen, um dich von mir zu verabschieden? Ach, Muri, du bist einfach mein allerbester Freund. Du meiner nicht. Du bist ein schlechter Untertan. Zeit für einen Neuanfang auf einer anderen Insel, aber diese hier werde ich nie vergessen. Ja, ich hoffe, deine neue Insel hat einen Vulkan und der bricht aus. Melinda schläft im Hintergrund, frech. Die döst. Naja, okay, schön, die Bonusband schon wieder resettet. Ich muss das wieder in den Griff kriegen. Ich habe ein Problem. Ich habe ein ernstes Problem, Leute. Ich krieg's einfach nicht in den Griff. Standardholzzaun. Ha, danke schön. Da ist der Standardzaun. Dankeschön. Ich habe mal den Standardzaun bekommen. Die Bastelanleitung wurde übertragen. Ja, danke. Wurde auch Zeit. Was guckst du jetzt so trüb? Jetzt könnte wirklich mal was anbeißen. Das ist echt... Leute, obwohl Angeln eigentlich mega so eine Geduldssache ist und mega entspannt ist, hat der keinen Bock. Ne? Vor allem entspannt. Wenn du das an einem richtig schönen Tag machst, dann hast du so eine Box dabei mit kühlem Trinken oder so. Je nachdem vielleicht sogar noch einen kleinen Grill mit mehreren Leuten. Ne? Mega geil. Viele von euch wissen das ja gar nicht, aber in meiner Jugend, ne? Oh, damals. Nee, aber als ich halt so... Wie alt war ich? Vielleicht 10 bis 12 Jahre? Vielleicht sogar jünger? Ich glaube, viel älter nicht als 12. Ich habe geangelt. Ich habe geangelt, Leute. Ich hatte zu Hause alles Mögliche auch an Angelzeug und so. Ich fand das mega cool damals. Ich fand das damals einfach mega cool. Irgendwann... So im Alter von 13, 14 habe ich dann damit aufgehört. Oh, neue Pfirsiche, wunderbar. Ja, ich habe dann damit irgendwann aufgehört, so mit 13, 14 ungefähr, vielleicht sogar eher. Ich habe das überhaupt nicht mehr im Kopf, weil ich dann einfach mehr wie zum Beispiel WoW gezockt habe oder allgemein gezockt habe. Ich mich wieder mehr für Videospiele interessiert habe in der Zeit oder wieder angefangen hat, mich mehr für Videospiele zu interessieren. Hat sich ja bis jetzt durchgezogen tatsächlich. Und habe ich damit einfach wieder dann damals damit aufgehört. Aber ich habe tatsächlich viel geangelt. Ich hatte sogar einen Pokal. Ich habe mal in Dänemark geangelt an einem See. Riesige Forellen waren da drin. Also war schon ordentlich. Dass ich da echt viel damals gemacht habe. Hatte sogar natürlich meinen Angelschein, dies, das. Seid ihr mehr der Teleskop- oder der Steck-Fan, Leute? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Ah. Ich fand Steck
damals immer cooler oder besser. Obwohl Teleskop halt leichter zu transportieren. Ich habe immer das Gefühl, das Teleskop ging schneller kaputt. Hi, grüße dich, willkommen in der Schneiderei. Wir verkaufen Mode. Das ist schön. Wenn du ein Anliegen hast, wende dich bitte an einen anderen Igel, ja. Okay. Aber ich habe mir die Kommentare gelesen. Ich soll jeden Tag, wenn es geht, immer wieder mit ihr reden. Die ist schüchtern. Die redet nicht gerne mit Fremden oder allgemein mit Leuten. Aber umso länger und öfter du mit ihr quatschen wirst, jeden Tag, umso mehr wird sie reden, wurde mir erzählt. Monokel. Grüße an Zombie. Wird sich die Schneiderei irgendwann nochmal upgraden? Muss ich dann noch die ganze Zeit wieder mehr kaufen? Ich weiß es gar nicht. Der Geldstein, ich habe ihn gefunden. Gib mir mal all dein Geld jetzt. Und auch wirklich, ich spamme ab. Da, gib mir alles. Oh, ich lebe vom Geldstein. Ich habe das Rüben-Game halt noch nicht einmal gespielt, ne? Versuchen, so billig wie möglich zu kaufen. Versuchen, so teuer wie möglich zu kaufen. Noch nicht einmal, leider. Und andere Leute werden dadurch immer reich. Schreiben dann, ja, ich habe heute 5 Milliarden Sternis gemacht. Und morgen ist ja auch Ostersonntag. Gönnt ihr euch da irgendwas? Wird bei euch Ostersonntag was Geiles gemacht? Bei uns nicht. Auch am Ostermontag nicht. Normalerweise sind wir dann immer rüber zu Aris Eltern und da kam noch ihr Bruder und so. Und dann ist man da, da hat man da gemeinsam gefrühstückt oder was gegessen zum Mittag. Aber dieses Jahr lassen wir es ausfallen. Aufgrund der aktuellen Geschehnisse. Wir wollen uns da tatsächlich strikt dran halten. Auch wenn man natürlich zu Hause mit seinen Leuten da sitzen kann in der Wohnung, ne? Da kannst du ja so viele einladen, wie du willst. Das merkt ja im Prinzip keiner, wenn da 1000 Leute in deiner Wohnung sind. Hört man vielleicht schon. Aber trotzdem möchten wir es machen wir das nicht. Einfach, wir können jederzeit uns irgendwo Corona gegönnt haben, beim Einkaufen, whatever, und es halt selber nicht merken. Und dann ist es doof, wenn wir dann zum Beispiel die Eltern oder whatever dann unbewusst dann anstecken oder so. Das geht, so schnell kann das gehen. Und deswegen, das Risiko einfach nicht, gehen wir einfach nicht ein. Was gibt's hier Schönes? Der Angelwettbewerb, ja, das weiß ich, da gehe ich gleich hin. So, Eugene, ich habe Fossile für dich. Oh, da ist was Neues dabei. Oh, das ist schön zu lesen. Bei 6 Fossilen hoffe ich das ja immer, dass da was Neues bei ist. Wenn nicht, dann weine ich immer ganz böse. Kann ich Ihnen noch irgendwie helfen? Ja, ich möchte Ihnen natürlich stiften, schenken. Nur 2 Sachen. Der Brachiosaurus-Schwanz und der Archelon, das Archelon-Vorderteil. Ja, gleich mehrere Stücke. Welchen Fund? Oh. Ja, dann viel Spaß damit. Dann gehe ich den Rest halt verticken. Ah, das sind ja meine Brudis. Hallo. Oh. Na, ich möchte gerne erstmal wissen, was ist der Rübenpreis? 81 Sterne ist heftige Sache. Ich will was verkaufen. Und zwar die Muschel. Die Pfirsiche noch nicht. Heilzahn, dies, das. Ich habe noch Sternis im Rucksack. Komm, ich verkaufe mal die hier. Die mache ich doch aktuell eh nichts mit. Felsglückseier. Könnt ihr gerne haben. Holzspiegel, Juramaya. Habe ich, glaube ich, schon mal auf jeden Fall. Den Rest würde ich gerne in mein Lager tun, ja. Oh, das ist ja einiges. 11.000 Sternis. Ja, bitteschön. Ich würde gerne den Toaster haben. Ich will den Toaster. Gib mir den Toaster. Dankeschön. Ich will das da. Was ist das? Das ist ein Gewürzständer. Ich will den Gewürzständer. Ich will das da. Das ist ein Lernschreibtisch. 7.000, nehme ich mit. Egal. Gib her. Was ist das da? Ein Herd. Was ist ein Gasherd, Alter? 3.500, nehme ich mit. So, ich weiß nicht, ob er es schon besitzt. Der lieber Zombie. Ich möchte nämlich noch was schicken. Saisonal herstellbar. Wo ist es denn? Brauche ich dafür mehr? Bin ich jetzt doof? Wo ist es denn? Da, was brauche ich dafür? Oh, ich brauche noch Weichholz, 4 Stück. Überraschungspfirsich. Das sieht sehr weird aus, aber
Ich glaube, Zombie hat so ein Früchtezimmer. Und ich weiß nicht, ich glaube, Überraschungspfirsich hat er noch nicht. Das schicke ich ihm jetzt doch zu. Sehr geehrter Zombie, ich habe auf Reisen weitere Untertanen zu finden, dieses Stück ergattern können. In meinem Schloss ist es fehl am Platz, doch bei ihnen macht es sich gut. Von König Muri. Prima, dann wollen wir den Versand mal vorbereiten. Ja, dankeschön. Ja, so nett bin ich, ne? Dann gucken wir jetzt endlich mal bei unserem Kollegen vorbei. Yo, 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 wer ist denn da mal wieder bereit zum Angeln? Lomois oder Lomios oder so, Lomius. Ist nach wie vor dein Biber. Heute findet auf Kalimdor das große Angelturnier statt. Kribbelst dich schon im Angelarm. Perfekt, du kannst sofort loslegen. Bis 18 Uhr läuft das Turnier noch, also nichts wie los. Die Regeln des Angelturniers sind leicht. Es sind leicht. Fang innerhalb von 3 Minuten so viel wie möglich. Je nach Erfolg ziehst du dir damit mehr oder weniger Punkte an Land. Wer genug Punkte hat, kann sie bei mir dann gegen hochwertige Souvenire eintauschen. Also los, ach ja, deine Fang landet wie von Geisterhand hier bei mir in der Kühlbox. Du brauchst deine Tasche also keinen Platz für glitschiges Schlingel einzuplanen oder so. Brauchst du nur eine Angel und schon kannst du losgehen. Also jetzt mal Butter bei die Fische. Nimmst du teil? Wenn du heute zum ersten Mal in kaltes Wasser springst, entfällt sogar die Teilnahmegebühr. Ich mache mit. Jo, das muss das sein. 3 Minuten hast du Zeit. Ab 3 Fische wirst du mit Bonuspunkten überschüttet. Also dann. Ah. Oh no. Angeln. Fische. Wo seid ihr, Fische? Da brauche ich euch mal. Und ihr seid weg. Ihr seid einfach weg. Oh, 3 Minuten. Es sind keine da. Ist doch Verarschung. Fische. Sind denn wir keine da? Da hinten ist einer. Sind die dann weniger da? Beim Angelturnier kann ja nicht sein. Kann man cheaten, indem man Angelköder dabei hat? Geh ran jetzt. Ich mein's ernst. Dankeschön. Komm, so irgendwas Cooles jetzt. Ein Barsch. Immerhin ein Fisch, hey. Mann, freue ich mich darüber, einen Fisch bekommen zu haben. Dann noch ein Barsch. Toll. Oh Mann. Vielleicht fange ich ja noch ein Ei. Ich habe in den 3 Minuten einfach nichts gefangen, Leute, bisher. Außer einen Fisch. Ist richtig bescheiden. Oh, ein Kaiserschnapper. Immerhin. Komm, do it. Beiß schnell an. Du kannst mein dritter Fisch werden. Du musst nur fest an dich glauben, so wie ich an dich glaube. Komm, beiß jetzt an, verfluchter Mist. Ach komm, Alter, geh mir an die Füße fassen, du Fisch. Mann, Zeitverschwendung. Ich raste aus. Hätte nicht gedacht, dass das Spiel mich heute so aggressiv machen wird. Ehrlich. Beiß an. Danke jetzt. Komm ran. Ah, ein Guppi habe ich schon mal gefangen. 3. Wow, ich habe 3 Fische in 3 Minuten geangelt. Kann ich auch gleich das Spiel deinstallieren, Junge. Was für ein Müll. Ehrlich. Weißt du noch wenigstens an. Was ist denn los mit meinem Finger? Ich bin so nervös und so angespannt. Dann wird das nichts. Eigentlich kann ich AFK gehen jetzt. Ehrlich. Total versaut die erste Runde. Weiß doch an jetzt. Wie der Fisch auf Zeit spielt. Ehrlich, du dreckiger Fisch. Also in der Kühlbox sind irgendwie die Fische, die ich gefangen habe. Nice. Okay, was mache ich damit jetzt? Hast du mal ein Glück in die Kühlbox riskiert? Hier, kauf mal alles. Fischtastisch. Also in dem Kühlbox sind 3 Fische. Ich sag mal 7000 Sternis. Okay, ja, nimm gerne. Okay, ich muss jetzt mal 500 Sternis dann blechen ab jetzt. Aber ich mache noch einen Versuch. Ich habe 5 Punkte bekommen. Das ist nichts.
So. Bam, 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 bam. Ich brauche Fische. Ich will dich da. Weißt an, Kollege. Spielt doch einmal mit. Es ist auf Zeit. Versteht ihr das nicht? Ihr Fische. Versteht ihr nicht, dass ich auf euch Zeit... Ich raste gleich wieder aus. Ich raste gleich wieder aus. Beiß jetzt an. Und euch ist richtig Probleme mit mir, Freund Sahne. Ja? Danke, eine Barschschmerle. Wow. Was haben wir da noch? So, da ist noch ein Fisch. Oh, bestimmt ein Ei. Bestimmt einfach ein Ei. Will ich doch nur besser sehen gerade. Jetzt. Mann, was ist denn dein Problem? Ich bin doch genau neben dir mit dem Köder. Mann! Ah! Ich raste aus bei Animal Crossing hier. Beiß! Und es ist ein Ei. Oh. Los, zieh noch raus. Hat er noch gezählt? Was ist das denn? Ein Falterfischen hatte ich ja noch nie. Aber ich glaube, der hat nicht mehr gezählt, ne? Ah, oh, wie cool. Ich habe was fürs Museum bekommen. Falterfisch. Der kommt ins Museum. Aber ich habe 4 Fische gefangen, oder? Bin mir gerade unsicher. Hey. Yo, wie ist gelaufen? Ah, alles nice, ey. Ach. Du wirst doch wissen, ich kaufe alles. Aber lass erst mal einmal gucken. 4 Fische. Oh, ja, nice. 6 Punkte. Ich kriege jetzt für 11 Punkte irgendwas geschenkt. Ein originaler Fischstab. Exklusiv erhältlich bei Lomeos. Die Tür läuft bis 18 Uhr. Was ist denn der Fischstab? Du kannst bisher keine Outfits gespeichert. Wir haben Fischstab bekommen. Verstehe ich nicht. So, wieder 3 Minuten. Vielleicht kriege ich ja diesmal noch ein paar coole Fische zusammen im Meer. Oder im See. Im See sehe ich aber gerade keinen. Och, come on. Würde ich wenigstens das mit der Angel besser hier hinbekommen. Komm. Beiß an. Do it. Oh. Dankeschön. Aber immer nur die Bachschmerlen, weißt du? 5 Milliarden Stück schon gefangen. Was ist das wieder, ein Barsch? Nee, ein Flunder. 4. Ich brauche noch einen vielleicht. Da hätte ich 5. Vielleicht einen mehr als vorhin. Aber ich sehe gerade keinen Fisch. Da. Komm, beeil dich. Bitte. Es ist genau vor dir. Willst du mich eigentlich komplett... Es ist doch genau vor dir. Versteht mal einer gerade die Fische. Das ist einfach nur lächerlich. Ehrlich. Oh, danke. Es hat noch gezählt. Oh. Ich raste aus hier. Das macht mich richtig fertig hier, das Wettbewerb. Ein Kind kriege ich. Oh. Ein Flusskrebs gefangen gerade noch. Cool. Oh, was ist das denn? Ein Rotfeuerfisch. Hatte ich den schon mal gefangen? Ich glaube, einen hatte ich schon mal bekommen, ne? Oder? Ich bin mir gerade unsicher, ob ich schon mal einen Rotfeuerfisch hatte. Bin ich mir wirklich unsicher. Ich meine aber ja, ich müsste schon ein Museum haben. Und Nummer 6. Ich habe mich bisher jede Runde um einen Fisch gesteigert. Vorhin 5, jetzt habe ich 6. Es wird immer mehr. Vielleicht habe ich ja noch einen 7. Aber dafür müsste ich ja einen Fisch sehen. Na gut, schaffe ich nicht mehr. Schade. Aber ich nehme den noch mit, was auch immer das ist. Oh, wieder ein Kaiserschnapper. Ich glaube, der ist ganz gut was wert, ne? Oh, ein Falterfisch. So einen habe ich aber eben schon gefangen, ne? Falterfisch, ja. Ich will nochmal Punkte jetzt eintauschen. Mal sehen, du bist 23 Punkte, dein Wunsch ist Befehl.
Irgendwas habe ich bekommen. Ein originaler Dörrfisch. Okay. Ein paar Pünktchen hättest du noch. Immer 10 Punkte, okay. Ein originaler Fischlein-Pucci oder Pochete oder so. Dörrfisch. Kann ich den irgendwo hin platzieren? Ist der einfach hier? Ich sehe den ja gar nicht. Okay. Nimm ich mal mit. Was ist das? Oh, so ein Regenbogenfisch-Ding habe ich oben. Oh, wie cool. Also alle 10 Punkte kann ich bei ihm mir was gönnen. Habe ich verstanden. Okay. Ich wünsche euch heute allen sehr viel Glück beim Angelturnier. Bei mir, macht eher aggressiv. Macht eher aggressiv dieses Angelturnier. Ich habe jetzt ein paar... Ich habe jetzt ja noch den einen Fisch hier abgegeben. Beim Museum. Frag mich, wo der hinkommt. Wahrscheinlich oben bei Nemo und so, oder? Ah, da ist er. Palettenfisch, Falterfisch. Hübscher Fisch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einer anderen Folge wieder. Gerne einen Kommentar da lassen, Daumen hoch. Und euch allen noch einen wunderschönen Tag.